Heute für euch das Leben und die gesamte Zeitlinie von Hermine Granger. Das und mehr jetzt in diesem Video. Hermine Granger war eine der bekanntesten Hexen ihrer Zeit und eine zentrale Figur in der Zaubererwelt. In diesem Video werden wir ihre komplette Lebensgeschichte chronologisch durchleuchten und ihren Charakter analysieren. Beginnen wir mit ihrer Kindheit. Hermine Jean Granger wurde am 19. September 1979 in der Muggelwelt geboren und wuchs als einziges Kind zweier Muggeleltern in Ottery St. Chapel auf. Ihre Eltern waren beide von Beruf Zahnärzte. Hermine hatte eine glückliche Kindheit und war von klein auf sehr neugierig und wissbegierig. Sie verbrachte viel Zeit in der Bibliothek und verschlang Bücher zu den verschiedensten Themen. Ihre Intelligenz und ihr Ehrgeiz fielen schon früh auf, als sie im Alter von nur 3 Jahren bereits wusste, wie man lesen konnte. Hermine war eine Musterschülerin und eine Perfektionistin in allem, was sie tat. Sie war immer bestrebt, ihr Bestes zu geben und hervorragende Leistung zu erbringen. Trotz ihrer hohen Intelligenz und ihres Wissens war sie in der Muggelwelt eine Außenseiterin, weil sie einfach anders war als ihre Klassenkameraden. Ihre Eltern unterstützten sie jedoch stets und ermutigten sie, ihre Interessen und Leidenschaften nachzugehen. Sie erkannten früh ihr Potenzial und förderten ihre Liebe zum Lernen. Schon früh war Hermine eine begabte Schülerin und eine begeisterte Leserin. Mit 11 Jahren erhielt Hermine ihren Brief aus Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei. Als sie den Brief erhielt, war sie überglücklich, endlich eine Gemeinschaft gefunden zu haben, der sie sich zugehörig fühlte. Als sie in Hogwarts ankam, war sie zunächst nervös und aufgeregt, aber auch sehr, sehr neugierig. Obwohl Hermine auch die Eigenschaften des Hauses Ravenclaw hatte, entschied der sprechende Hut schließlich, dass Gryffindor der beste Ort für sie sei. Das Haus Gryffindor stand für Mut, Tapferkeit und Entschlossenheit. Hermine zeigte schon früh ein tiefes Interesse an der Welt der Magie und verschlang Bücher über Zaubertränke, Verwandlung und Geschichte. Schnell war sie von den vielen Fächern und Geheimnissen der Schule fasziniert und tauchte völlig in die Welt der Magie ein. Sie opferte auch ihre Freizeit und auch ihren Schlaf, um für wichtige Prüfungen zu lernen und ihr Wissen zu erweitern. Schon bald zeigte sich ihr außergewöhnliches Talent in vielen Fächern, darunter Zaubertränke, Verwandlung und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Obwohl sie anfangs als Besserwisserin und Streberin verschrien war, erwarb sie sich durch ihre Fähigkeiten und ihren Mut schnell Respekt und Anerkennung. Während ihrer Schulzeit hatte Hermine Granger viele Abenteuer und Herausforderungen zu meistern. Sie hatte auch zum Teil eine schwierige Zeit in Hogwarts, vor allem in Bezug auf ihre Beziehungen zu anderen Schülern. Sie wurde oft von Draco Malfoy und anderen Slytherin-Schülern gemobbt und hatte Schwierigkeiten, Freunde zu finden. Dies kam zustande wegen ihrer Muggelabstammung. Hermine schloss jedoch enge Freundschaften mit Harry Potter und Ronald Weasley. Zusammen bildeten sie das Trio, das gegen die Mächte des Bösen kämpfte und schließlich Lord Voldemort besiegen sollte. Hermine unterstützte Harry und Ron bei ihren Abenteuern und half ihnen oft aus brenzlichen Situationen heraus. Ihre Freundschaft war nicht immer einfach, aber ihre Loyalität und Unterstützung füreinander war unerschütterlich. Die Freundschaft, die das Trio teilte, war eine der stärksten Kräfte in ihrer Welt und half ihnen dabei, viele schwierige Aufgaben und Abenteuer zu meistern. Kommen wir jetzt mal zu einem sehr interessanten Thema, ihrem Patronus. Der Patronus von Hermine Granger ist ein Otter. In der magischen Welt dient der Patronus als Schutz vor Dementoren und bösen Geistern, die den Menschen Glück und die Hoffnung aussaugen können. Hermine lernte, wie man einen Patronus heraufbeschwört, als sie im 5. Schuljahr an der geheimen Verteidigung gegen die dunklen Künstegruppe unter der Leitung von Harry Potter teilnahm. Diese Gruppe nannte sich Dumbledores Armee und dort lernte Hermine ihren Patronus heraufzubeschwören. In einer Prüfungssituation, in der sie und Harry von Dementoren angegriffen wurden, gelang es Hermine, ihren Patronus erfolgreich zu beschwören und damit sich und ihre Freunde vor den Dementoren zu schützen. Das Symbol des Otters als Patronus für Hermine hat eine besondere Bedeutung. Otter sind bekannt für ihre Intelligenz, ihre Anpassungsfähigkeit und auch ihre Fähigkeit, sich in der Gruppe zu organisieren und füreinander zu sorgen. Diese Eigenschaften spiegeln die Persönlichkeit und das Verhalten von Hermine wider, die immer wieder eine kluge und taktische denkende Schülerin war, die ihre Freunde beschützte und auch unterstützte.
Hermine zeichnete sich insbesondere durch ihre unerschütterliche moralische Integrität und ihre starken Überzeugungen aus. Sie setzte sich stets für die Rechte der Muggelgeborenen und andere verfolgten Gruppen ein und kämpfte gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung. In ihrem 5. Schuljahr gründete Hermine die Organisation SPEW, um sich für die Rechte der Hauselfen einzusetzen. Obwohl sie von vielen belächelt wurde und ihre Bemühungen oft auf taube Ohren stießen, gab Hermine nicht auf und kämpfte weiter für ihre Überzeugung. Nach ihrem Abschluss in Hogwarts im Jahr 1998 reiste Hermine um die Welt, um mehr über die magische Gemeinschaft und ihre Geschichte zu erfahren. Die Schulzeit in Hogwarts war ein wichtiger Abschnitt in ihrem Leben und hat ihre Persönlichkeit und ihre Überzeugungen geprägt. Auf ihrer Reise besuchte sie viele Orte, darunter auch das Zaubereiministerium und das St. Mungos Hospital für Magie, und sammelte dabei wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse. Diese Reise half ihr dabei, ihr Wissen zu vertiefen und ihre Leidenschaft für die Magie zu fördern. Nach ihrer Rückkehr begann Hermine eine Karriere im Zaubereiministerium. Dort setzte sie sich für die Rechte von Muggelgeborenen und Hauselfen ein. Sie engagierte sich unter anderem für die Verbesserung der Bildungschancen für Muggelgeborene. Hermine half dabei, Gesetze zu verabschieden, die Diskriminierung und Ungerechtigkeit zu bekämpfen, und trug so dazu bei, dass die magische Gemeinschaft fairer und gerechter wurde. Später wurde Hermine in der Zaubererwelt als eine der größten Heldinnen ihrer Zeit geehrt. Sie war eine Verfechterin der Gerechtigkeit und eine starke Stimme für die Schwachen und Unterdrückten. Hermine war nicht nur eine begabte Schülerin und eine herausragende Zauberin, sondern auch eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Sie erhielt viele Auszeichnungen und Anerkennung für ihre Arbeit. Kommen wir nun zu Hermines Eltern. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere war ihre Familie für Hermine immer das Wichtigste. Hermine Granger hatte eine außergewöhnlich enge Beziehung zu ihren Eltern, die Muggel waren. Ihre Eltern unterstützten sie von Anfang an in ihrer Liebe zur Magie und fanden es großartig, dass ihre Tochter in eine andere Welt eingeführt wurde, von der sie selber nichts wussten. Sie waren stolz darauf, dass ihre Tochter so talentiert und erfolgreich in Hogwarts war, und besuchten die Schule oft, um ihre Fortschritte zu verfolgen. Hermine war ihren Eltern sehr dankbar und besuchte sie oft in den Ferien, auch nachdem sie bereits eine erfolgreiche Karriere begonnen hatte. Im 7. Harry Potter Teil ließ Hermine ihre Eltern alles vergessen, was sie über Hermine wussten und dass sie überhaupt eine Tochter hatten. Dies war zum Schutz für sie als auch für ihre Eltern. Es wird jedoch angedeutet, dass sie ihre Erinnerungen später wiederhergestellt hat und dass sie nach dem Ende des Krieges wieder Kontakt zu Hermine aufnahm. Kommen wir nun zu einem Thema, was viele interessiert: Viktor Krumm und Hermine Granger. Jetzt würde ich gerne nochmal auf die Beziehung zwischen ihnen eingehen. Die Beziehung zwischen Hermine Granger und Viktor Krumm war eine der romantischen Handlungsstränge in der Harry Potter Reihe. Viktor Krumm war ein berühmter bulgarischer Quidditch-Spieler, und Hermine traf ihn zum ersten Mal während des Trimagischen Turniers, als er für das Sturmstrang-Institut spielte. Hermine war fasziniert von ihm und erschien auch sehr interessiert an ihr zu sein. Obwohl sie aus verschiedenen Welten kam und unterschiedliche Interessen verfolgten, fanden sie eine gemeinsame Sprache und begannen, Zeit miteinander zu verbringen. Hermine war beeindruckt von Krumms Fähigkeiten im Quidditch, und Krumm war beeindruckt von Hermines Intelligenz und Mut. Während des Trimagischen Turniers wurde Krumm von Barty Crouch Jr. manipuliert, Harry Potter anzugreifen, was Hermine sehr verärgerte. Trotzdem setzten sie ihre Beziehung fort, und Krumm lud Hermine sogar zu einem Ball in Hogwarts ein, der Teil des Turniers war. Obwohl Hermine und Krumm eine kurze und turbulente Beziehung hatten, blieb sie eine wichtige Erinnerung an ihre Jugend und ihr Leben in Hogwarts. Später, als Hermine eine erfolgreiche Karriere hatte, war Krumm kein wirklicher Teil mehr in ihrem Leben, und das ist auch gut so. Lasst uns nun über Ronald Weasley, Hermine und ihre gemeinsamen Kinder sprechen. Die Beziehung zwischen Hermine Granger und Ronald Weasley ist einer der zentralen Handlungsstränge in der Harry Potter Reihe. Obwohl sie sich anfangs oft stritten und ärgerten, entwickelte sich im Laufe der Zeit eine enge Freundschaft, die schließlich in eine romantische Beziehung überging. Ron und Hermine haben gemeinsam viele Abenteuer und Herausforderungen bestanden, von der Rettung des Steins des Weisen bis zur Vernichtung der Horcruxe von Lord Voldemort. Während dieser Zeit wurde ihre Beziehung immer enger, und sie begannen, sich füreinander zu interessieren.
Allerdings gab es auch viele Hindernisse und Schwierigkeiten auf dem Weg zur Liebe. Ron war oft eifersüchtig auf Hermines Freundschaft mit Harry und neigte dazu, ihre Leistung herunterzuspielen oder zu ignorieren. Hermine wiederum war frustriert von Rons mangelnder Ernsthaftigkeit und seinen Launen. In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes erreichte ihre Beziehung schließlich ihren Höhepunkt. Nachdem sie sich von Harry und ihren anderen Freunden getrennt hatten, mussten Ron und Hermine eine Zeit lang allein überleben und kämpfen. Während dieser Zeit wurden sie sich ihrer Gefühle füreinander bewusst und kamen schließlich zusammen. Die Beziehung zwischen Hermine und Ron blieb stark und stabil, auch nach dem Ende der Harry Potter Saga. Sie heirateten und bekamen zwei Kinder, Rose und Hugo Weasley, um die sie sich liebevoll kümmerten und für die sie alles taten, um ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. Rose wurde im Jahr 2006 geboren und begann 2017 ihre Ausbildung an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Sie wurde in das Haus Gryffindor eingeteilt, genau wie ihre Eltern, und zeigte ähnliche Fähigkeiten und Talente wie ihre Mutter. Sie war sehr intelligent und ehrgeizig und hatte eine besondere Vorliebe für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste. Hugo, Hermines und Rons jüngster Sohn, wurde im Jahr 2008 geboren und ging auch zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Er wurde dem Haus Ravenclaw zugeteilt und zeigte ein besonderes Interesse für die Magie der Natur- und Kräuterkunde. Hugo war auch ein großer Quidditch-Fan und spielte im Quidditch-Team von Ravenclaw als Hüter. Er verstand sich außerdem gut mit Harrys Tochter Lily. Obwohl Hermine und Ron manchmal Meinungsverschiedenheiten hatten und sich stritten, waren sie immer noch sehr verliebt und engagiert in ihrer Beziehung. Ihre Beziehung bleibt eine der schönsten und wichtigsten in der Harry Potter-Reihe. Sie zeigt, wie aus einer Freundschaft und einem Streit eine Liebe entstehen kann, die alle Schwierigkeiten überwindet und eine lebenslange Bindung erschafft. Kommen wir nun einmal zu der Verbindung zwischen J.K. Rowling und Hermine Granger. J.K. Rowling hat mit Hermine Granger eine der wichtigsten und beliebtesten Figuren der Harry Potter-Reihe geschaffen. In Interviews hat Rowling oft betont, wie sehr sie Hermine als eine Figur respektiert und bewundert, die für ihre Intelligenz, Entschlossenheit und Tapferkeit bekannt ist. Rowling hat auch betont, dass sie Hermine bewusst als eine weibliche Heldin geschaffen hat, die Vorurteile und Stereotypen in Literatur und Gesellschaft herausfordert. Sie wollte, dass Mädchen und Frauen eine starke weibliche Hauptrolle haben, an der sie sich orientieren und mit der sie sich identifizieren können. In vielen Interviews hat Rowling auch erklärt, dass Hermine ein Teil von ihr selbst ist und dass sie viele ihrer eigenen Erfahrungen und Überzeugungen in die Figur eingebracht hat. Sie hat oft gesagt, dass Hermine ein Symbol für ihre eigenen Werte und Ideale ist, wie zum Beispiel Bildung und soziale Gerechtigkeit. Hermine Granger hatte auch einen großen Einfluss auf die Leser der Harry Potter-Reihe. Sie hat gezeigt, dass man erfolgreich sein kann, wenn man sich auf Bildung und Wissen konzentriert und dass man seine Ziele durch harte Arbeit und Ausdauer erreichen kann. Insgesamt hat die Figur der Hermine Granger in der Harry Potter-Reihe einen großen Einfluss auf die Literatur gehabt und wird noch lange ein Symbol für weibliche Stärke und Intelligenz bleiben. Alles in allem war Hermine Granger eine bemerkenswerte Frau, die für ihre Überzeugungen eintrat und gegen Ungerechtigkeit kämpfte. Sie besaß eine unglaubliche Intelligenz, die sie einsetzte, um ihre Ziele zu erreichen und anderen zu helfen. Ihr Kampf für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit machte sie zu einem Vorbild für viele junge Zauberer und Hexen, die sich von ihr inspirieren ließen. Trotz ihrer vielen Leistungen und Erfolge blieb Hermine immer bescheiden und freundlich. Sie war immer bereit, anderen zu helfen und ihre Zeit und Ressourcen für wohltätige Zwecke zu opfern. Sie erhielt unter anderem den Order of Merlin First Class, die höchste Auszeichnung, die ein Zauberer oder eine Hexe in Großbritannien erhalten kann. In ihrem Geburtsort, dem fiktiven Dorf Ottery St. Chapole in Devon, wurde an ihrem ehemaligen Wohnhaus eine Gedenktafel angebracht. Das Haus, in dem sie als Kind lebte, wurde in ein Museum umgewandelt, das das Leben und Werk von Hermine Granger dokumentiert. Als Aktivistin setzte sich Hermine auch für die Rechte von Werwölfen und anderen Minderheiten innerhalb der magischen Gemeinschaft ein. Später engagierte sich Hermine auch in der Schule ihrer Kinder und half dabei, die Lehrpläne zu verbessern und die Ausbildung junger Zauberer und Hexen zu modernisieren. Außerdem unterstützte sie verschiedene Stiftungen, die sich der Förderung von Talenten und der Unterstützung bedürftiger Familien widmeten. Mit zunehmendem Alter wurde Hermine immer mehr zu einer Legende in der Zaubererwelt.
Im Laufe ihres Lebens wurde Hermine mit vielen Herausforderungen und Hindernissen konfrontiert, die sie jedoch alle mit Entschlossenheit und Mut überwinden konnte. Sie war eine wahre Heldin und eine Legende in der Welt der Zauberei. Auch nach ihrem Tod lebt ihr Vermächtnis weiter und ihr Einfluss auf die Welt der Zauberer bleibt unvergessen. In Gedenken an Hermine Granger wurden zahlreiche Stiftungen und Organisationen gegründet, die sich für soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einsetzten. Ihr Name bleibt ein Symbol für den Kampf gegen Diskriminierung und Unterdrückung in der Welt der Magie und darüber hinaus. Und das war's auch schon mit diesem Video und dem Leben von Hermine Granger. Wenn du dir mehr Lebenszusammenfassungen wünschst und zu bestimmten Personen, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir auch gerne in die Kommentare. Mit all dem gesagt, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.